Was machen erfolgreiche Kampagnen 2023 aus? Das werden wir heute besprechen. Wenn dir das gefällt, lasst uns ein Abo und ein Like da, dann verpasst du nichts mehr. Und jetzt viel Spaß beim Video. So, herzlich willkommen zum nächsten Video. Mein Name ist immer noch Nico Becker, heute in weihnachtlicher Atmosphäre mit unserem Weihnachtsbaum im Hintergrund. Und wir werden heute mal über das Thema Kampagnen sprechen, beziehungsweise wie sollte dein Werbeauftritt aussehen, damit er noch funktioniert. Warum sage ich jetzt noch? Vielleicht kriegst du das selber bei dir mit. Das Thema Online-Marketing ist jetzt, man kann sagen, angekommen im Handwerk und ja, im Fachhandel. Also das, was die letzten 2-3 Jahre eigentlich noch eine Nische war, was so ein paar Leute mal testweise gemacht haben, ist jetzt in der Branche ein gängiges Werbemittel. Und es wird auch noch weiter steigen. Das heißt, da gibt es eigentlich kein Limit, sondern es wird immer mehr werden. Und was du vielleicht siehst, viele Leute machen jetzt Werbung, viele Fachhändler, viele Handwerker machen vermehrt Werbung in den sozialen Medien. Und die Werbeauftritte müssen sich da natürlich voneinander abheben. Das ist völlig klar. Und du hast bei uns bei D&M halt den Vorteil, wir betreuen jetzt knapp 700 Partner. Das heißt, wir haben einen sehr genauen Einblick darin, was gut funktioniert und was nicht funktioniert. Oder was weniger gut funktioniert, sagen wir es mal so. Und das möchte ich dir heute mal mitteilen. Die erste Sache oder das wahrscheinlich Wichtigste, was dem Ganzen quasi übergeordnet steht, ist eigenes Bild- und Videomaterial. Wir haben darüber auch schon ein paar Mal hier auf dem Kanal gesprochen, aber es ist wirklich so wichtig, dass man es ja einfach nochmal erwähnen muss. Du musst dir vor Augen führen, egal ob du jetzt Neukunden gewinnen möchtest oder ob du Bewerber für dich generieren möchtest im nächsten Jahr, du musst einfach authentisch rüberkommen, ja. Man kann natürlich Kampagnen mit Stockfotos machen, man kann auch sagen, okay, ich suche mir jetzt irgendwelche Videos raus, die vielleicht irgendwas mit meinem Produkt zu tun haben, aber nicht direkt von mir sind. Das kann man alles machen, das wird auch Anfragen generieren. Aber es ist für dich, für das Branding, einfach wichtig und gut, wenn du eigenes Video- und Bildmaterial hast. Das heißt, ich würde dir zwingend empfehlen, wir bei D&M machen das quasi den ganzen Tag. Klar, wir sind auch eine Agentur aus dem Bereich, aber wir haben auch einige Kunden, die das so machen. Einfach mal sich hinzusetzen und sich zu überlegen, okay, was kann ich mir so für einen Pool aufbauen an eigenen Materialien? So, das können Bilder von der Baustelle sein, das können Bilder und Videos von Weihnachtsfeiern jetzt sein, ganz klassisch, aber auch natürlich von anderen Festen oder sowas. Also alles, was du halt, was ihr sowieso schon macht im Unternehmen, das muss festgehalten werden. Das ist für solche Kampagnen, das kann ich dir wirklich sagen, Gold wert, weil es einfach, ja, unterm Strich dein Geldbeutel schont. Ja, ich kann eine Kampagne bauen mit Videos von der Firma, mit vielleicht auch Videos, wo der Chef in die Kamera spricht und sagt, hey, wir suchen jetzt die und die Mitarbeiter. Und ich kann genau die gleiche Kampagne machen mit Stockmaterial. Und ich werde einfach mit weniger Geldeinsatz wahrscheinlich bei der Kampagne mit den eigenen Materialien deutlich erfolgreicher sein oder mit dem gleichen Geldeinsatz. Und deswegen ist das einfach so ein unglaublicher Vermögenswert, den eigentlich jede Firma jetzt anfangen sollte, sich aufzubauen. Also meine Empfehlung ist, du musst jetzt keinen Fotografen oder sowas einstellen, das ist gar nicht notwendig. Aber guck auf jeden Fall mal, jeder hat ja ein Smartphone mittlerweile. Guck, dass du deine Monteure, wenn du sie auf die Baustelle schickst, dass du sagst, hey, mach mal ein paar Bilder. Guck, dass wenn du Kunden hast, mit denen du sehr gut zurechtkommst, macht Referenzbilder. Ja, wenn die Küche verbaut ist, Referenzen für die Homepage, für Kampagnen, für die Social-Media-Auftritte. Und dann wirst du sehen, das Ganze ist deutlich besser als jetzt bei einem zum Beispiel Mitbewerber, der es nicht macht. Das ist relativ simpel erklärt. Also Punkt Nummer 1, schau auf jeden Fall eigenes Bild- und Videomaterial. Erstelle es, bau dir langsam eine Sammlung auf, einfach von verschiedenen Sachen. Und wir können sowas nutzen, wenn du unser Kunde bist. Aber du kannst natürlich auch selber nutzen für die Homepage oder für deinen Social-Media-Auftritt. Die zweite Sache, die essentiell wichtig ist bei diesem Thema oder bei dem ganzen Thema Online-Auftritt, Online-Wahrnehmung, ist ein stimmiges Gesamtbild. So, was meine ich jetzt damit? Wir haben immer wieder Partner, das ist ja auch überhaupt nicht schlimm, aber die haben so im Online-Auftritt so einen Flickenteppich aus verschiedenen Sachen. Ja, das heißt, die Webseite, die ist vielleicht von 1990, dann haben wir eine Facebook-Seite, die ist auch nicht so richtig gepflegt, ein Instagram-Account existiert gar nicht. Ich sage nicht, dass das notwendig ist für den Erfolg, aber wir sind in einer Situation, gerade wo das Thema Mitarbeitergewinnung immer interessanter wird, wo die Mitarbeiter, die potenziellen Mitarbeiter, die Bewerber einfach immer den Weg des geringsten Widerstandes gehen. So, und du kennst es vielleicht von dir selber, wenn du irgendwo Kunde bist oder sowas. Du guckst sie ja an, okay, gerade wenn es um mehr Geld geht oder vielleicht um einen zukünftigen Arbeitsplatz. Du guckst sie an, wie ist die Außenwahrnehmung. Man sagt bei Menschen, Kleider machen Leute. So, das heißt, du hast ja ein Gefühl dafür, wenn du eine Person siehst, was ist das jetzt für einer? Ja, wenn der einen Anzug trägt, dann nimmt man den wahrscheinlich ein bisschen ernster, als wenn nicht. Und genauso ist es mit deiner Online-Präsenz letzten Endes auch. Es ist immer eine Sache, die leider von vielen Leuten unter den Teppich gekehrt wird, aber man muss sich definitiv darum kümmern. Auch hier wieder, du musst jetzt keine Person einstellen, die dein Online-Marketing macht, aber es reicht auf jeden Fall, wenn du ja eine vernünftige Homepage hast, die jetzt vielleicht nicht unbedingt von 1990 ist, sondern gerne mal ein bisschen aktueller ist. Du solltest dich um das Thema Google-Bewertung kümmern. Ganz simpel und einfach Kunden anrufen, die zufrieden sind, um eine Bewertung fragen. Du wirst natürlich nicht von jedem eine bekommen, aber man muss einfach genügend Anrufe machen, dass man vielleicht eine Bewertung
in der Woche bekommt oder alle 2 Wochen, reicht für die meisten tatsächlich auch. Es muss einfach erkennbar sein, dass da was passiert, dass da Leben im Unternehmen ist. So, und dann das i-Tüpfelchen wäre sowas wie Facebook oder Instagram, andere soziale Netzwerke, wo du einfach ein bisschen, ja, deine Kanäle mitpflegst. Ja, ich kann dir sagen, viele von unseren Kunden machen das jetzt schon. Da gibt es einen Instagram-Account, das ist überhaupt nicht schwer, sowas aufzusetzen. Da nimmt man dann die Bilder, die ich im Punkt 1 besprochen habe, und man lädt die einfach mal da hoch. Ja? Bewerber, das kann ich dir sagen, der mit dem Gedanken spielt, sich bei dir zu bewerben, der wird dir dafür sehr dankbar sein. Der kriegt einen Einblick in das Unternehmen, der kriegt einen Einblick in seinen potenziellen Arbeitsplatz. Und wenn du guten Arbeitsplatz zu bieten hast oder wenn du gute Produkte für deine Kunden zu bieten hast, dann schau, dass du den Leuten das auf allen möglichen Wegen mitteilen kannst und dass das Außenbild, wie gesagt, stimmig ist. Das ist Punkt Nummer 2. Der dritte Punkt ist Konsistenz in deiner Werbung. Was meine ich jetzt damit? Gerade wenn es um bezahlte Werbung geht, solltest du gucken, das Ganze nicht phasenweise zu machen. So, natürlich ist es so, wenn man jetzt vielleicht mal ein Loch zu stopfen hat, also außerhalb der Saison, oder wenn man jetzt gerade vermehrt Mitarbeiter sucht, dann gibt man natürlich ein bisschen mehr Budget aus, das ist klar. Aber wenn du jetzt vielleicht auch mal in der Situation bist, du brauchst vielleicht gerade keinen Mitarbeiter, dann empfehlen wir auch unseren Kunden immer, und würde ich immer auch jedem anderen empfehlen, schalte die Werbung nicht ab. Gib vielleicht ein bisschen weniger Geld aus, lass das so ein bisschen im Hintergrund mitlaufen, aber guck, dass du immer präsent bleibst, weil ich kann dir auch hier sagen, man sagt ja immer so ein bisschen eine Kundenreise oder auch auf die Mitarbeiter gemünzt, so eine Bewerberreise, die geht ja in der Regel nicht über 1-2 Tage, sondern vielleicht über ein paar Wochen, manchmal über ein paar Monate. Das heißt, es gibt ganz viele verschiedene Berührungspunkte, die ein Bewerber oder ein Interessent mit deinem Unternehmen hat. Und es ist problematisch, wenn diese Berührungspunkte 3 Monate da sind, dann 1 Monat nicht da ist, dann wieder 1 Monat da ist, dann wieder 2 Monate nicht. Also du musst halt sozusagen immer wieder bei Null anfangen. So. Und das ist das, was ich hier mitgeben möchte. Das ist so ein bisschen auch eine Verpflichtung, die du natürlich mit dem Punkt Nummer 2 eingehst. Das heißt, wenn du anfängst, das zu machen, wenn du anfängst, Google-Bewertungen zu sammeln, wenn du anfängst, einen Instagram-Account zu pflegen, eine Facebook-Seite zu pflegen, vielleicht eine Homepage zu pflegen mit neuen Bildern oder bei manchen Leuten sind auch Artikel vielleicht interessant, dann hör damit nicht auf. So, weil das ist dann, wie gesagt, wieder ein Problem, wenn ich als Bewerber auf das Unternehmen gucke und vielleicht sehe, okay, da passiert jetzt 2 Monate was und dann passiert es auf einmal nicht mehr, dann mache ich mir meine Gedanken dazu. Und auch hier wieder gehe ich dann den Weg des geringsten Widerstandes. Das heißt, ich sehe, okay, Unternehmen A macht es nicht mehr. Das heißt, ist da nicht mehr wirklich aktiv. Unternehmen B macht es aber. Ich fühle mich automatisch zu Unternehmen B hingezogen. Das heißt, wie gesagt, das ist so ein bisschen eine Verpflichtung für Punkt Nummer 2. Wenn du diese Dinge anfängst, zieh sie durch. Wenn du bezahlte Werbung machst, schalte das im besten Fall nie auf Null, sondern reduziere das Budget. Und dann bist du online-marketing-technisch eigentlich schon ganz gut aufgestellt, wenn es darum geht, in den nächsten Jahren da erfolgreich zu werden. Wenn dir es gefallen hat, beziehungsweise wenn du dazu Fragen hast, wie sollte das jetzt aussehen, was für Bilder muss ich hochladen, wenn ich einen Instagram-Account habe, komm gerne auf uns zu. Das ist unser Job, Leute dabei zu beraten, beziehungsweise da auch erste Einblicke zu geben, was einfach sinnvoll ist. Und dann können wir das natürlich gerne auch für dich und deinen Betrieb uns mal anschauen. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß bei den weiteren Videos und bis dahin.